Hallo, herzlich willkommen im Dirk Schmidt Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Persönlichkeiten zu entfalten, damit sie das Beste aus ihrem Leben machen. Und das tue ich entweder auf den Bühnen dieser Welt oder hier in meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast. Er stand ganz, ganz oben auf meiner Wunschliste und es hat lange gedauert, bis ich ihn für ein Gespräch gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Blacky. Hallo. Hallo. Was isst du lieber, Pizza oder Pasta? Sowohl als auch. Ich liebe beides. Es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Pasta war natürlich als Leistungssportler immer das Gericht, was ich in unterschiedlichen Variationen vor den Spielen gegessen habe. Ich habe irgendwann mal angefangen, vor den Spielen Spaghetti mit Tomatenschinken-Sahnesoße zu essen. Das war immer sehr gut. Dann in der Zeit von Barcelona, wo es frische Gambas gab, gab es immer Spaghetti mit Tomaten-Gambas-Soße, meistens vor den Champions-League-Spielen. Also ich habe immer noch mal ein bisschen abgewechselt. Ich will jetzt nicht sagen von der Wichtigkeit der Spiele, aber von der, von dem Wettbewerb, sage ich mal. Und natürlich Pizza auch sehr, sehr gerne, aber das eben immer mit Bedacht und zum richtigen Zeitpunkt. Ja, aus Sportlersicht sind wahrscheinlich die Pasta geeigneter, ja. Ja, es ist wichtig halt für einen Sportler Kohlenhydrate. Und deshalb ist natürlich Pizza nicht unbedingt die Sportlernahrung, die Leistungssportler zu sich nehmen sollen. Ja. Zumindest meine ich regelmäßig, ne? Das wäre von Vorteil. Wer bist du? Ja, ich bin aktuell Jugendkoordinator und Jugendtrainer des Saarländischen Handballverbandes, das mit Leib und Seele. Mir macht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unheimlich viel Spaß. Ansonsten bin ich Familienpapa, wobei man sagen muss, unser Sohn ist mittlerweile 23, spielt beim TBV Lemgo. Da bin ich jetzt, sage ich mal, begeisterter Fan vom TBV, auch von ihm eben. Und ansonsten, steht die Familie über allem. Ja. Meine Mama lebt in Hamburg, mein Bruder auch, auch von meiner Frau die Familie. Wir sind in Hamburg aufgewachsen und die Familie steht an oberster Stelle. Und deshalb versuche ich mich auch am meisten darauf zu konzentrieren, neben meiner Tätigkeit. Ich mache sehr, sehr gern Urlaub, in schönen Regionen. Das kann in den Bergen sein, das kann aber auch auf meiner Lieblingsinsel Mallorca sein. Die nächste Planung geht Richtung Rundreise, Amerika, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Also ich versuche viele Dinge zu machen, versuche das Leben zu genießen und im Moment läuft alles super. Ja. Ist auch früher schon gut gelaufen. Deine Karriere begann, soweit ich mich erinnern kann, in Bergedorf, oder? Genau. Wie gesagt, ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ja. TSG Bergedorf, heute, glaube ich, der größte Verein in Hamburg, der Mitgliederzahl. Ein sehr, sehr engagierter Verein. Und da habe ich so meine ersten Schritte im Handball gemacht. Und deshalb, wie gesagt, meine Mama wohnt noch in Bergedorf. Mhm. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das so alles habe kennenlernen dürfen. Ja. Und dein Weg hatte ich dann, deine Karriere hatte ich dann über im Saarland nach Niederwürzbach geführt irgendwann mal. Da hast du, glaube ich, 6 oder 7 Jahre gespielt. Genau, ich ging dann weiter in Hamburg mit Wandsbek 72. Dann hatte ich die Möglichkeit, zum VfL Friedenbeek in die zweite Liga damals zu wechseln mit 17 Jahren. Habe da 4 Jahre gespielt. Bin gleich in der ersten Saison mit dem VfL Friedenbeek in die erste Bundesliga aufgestiegen. Das heißt, ich hatte mit 18 Jahren plötzlich die Möglichkeit, gegen die Jungs zu spielen, die ich nur aus der Zeitung, aus dem Fernsehen oder wie auch immer kannte. Das habe ich dann ganz gut gemacht in Friedenbeek und dann kam das Angebot hier vom TV Niederwürzbach. Ich wusste natürlich nicht, wo das Saarland ist, wo Niederwürzbach ist. Man hat sich dann immer so an der Fußballlandkarte orientiert. Da gab es den FC Homburg, den es auch heute noch gibt, und den FC Saarbrücken, die damals auch in der Bundesliga gespielt haben. Und ja, dann habe ich wunderschöne 9 Jahre hier im Saarland gehabt, mit 2 deutschen Vizemeisterschaften, mit einem Europapokalsieg im City Cup.
Und dann war leider 1999 Schluss beim TV Niederwürzbach, weil der Verein ja insolvent gegangen ist. War sehr schade, weil wir fühlen uns immer noch sehr wohl. Wir haben uns damals sehr wohl gefühlt. Aber dann ergab sich nochmal die große Möglichkeit, mir einen Traum, einen Wunsch zu erfüllen, zum FC Barcelona nach Spanien zu wechseln. Das war natürlich eine überragende Erfahrung, eine neue Sprache zu lernen, neue Kultur, neue Freundschaften zu schließen. Dafür bin ich heute noch sehr dankbar. Und dann ging es zurück zum TBV Lemgo. Wie gesagt, da, wo mein Sohn jetzt heute spielt, 6 Jahre beim TBV Lemgo. Und dann ging es halt drum, unser Sohn mit Schule und allem drum und dran. Und dann habe ich ein Angebot von den Rhein-Neckar-Löwen gehabt, die hier 150 Kilometer entfernt sind. Habe dann die letzten 2 Jahre meiner Karriere bei den Rhein-Neckar-Löwen noch gespielt. Und dein erstes Jahr in Barcelona hast du gerade das, habt ihr das Triple gewonnen, ja? Ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Wir haben um 7 Titel gespielt und haben alle 7 Titel gewonnen. Okay. Das war so das erfolgreichste Jahr des FC Barcelona Handball gewesen. Und das war natürlich sensationell, auch wenn ich leider meine einzig schwere Verletzung, toi toi toi, bisher sonst bin ich gut verschont geblieben. Mein dreifachen Bänderriss im Sprunggelenk damals Ende November mir zugezogen habe, operiert werden musste und dann 8 Wochen außer Gefecht war. Aber es waren 2 traumhafte Jahre mit vielen Titeln und das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Das glaube ich, das bleibt ja hängen, sowas, ja. Ja, auf jeden Ja. Fall. Ja. Wie war das, der Sprung von Niederwürzbach in dem beschaulichen Saarland in, nach Barcelona? Ja, ich sage mal so, dadurch, dass wir in Hamburg aufgewachsen sind, in Okay. einer Großstadt, war der Kulturschock nicht ganz so groß. Es war wie damals, sage ich mal, aus Hamburg hier ins Saarland zu kommen. Wir haben erst hier in Homburg gewohnt, weil wir gesagt haben, nicht gleich aufs Dorf, sage ich mal, sondern haben in einer Kleinstadt in Homburg gewohnt, aber haben dann relativ schnell gemerkt, dass uns einfach dieser dörfliche Charakter Niederwürzbach saugut gefällt und deshalb sind wir dann auch relativ zügig nach Niederwürzbach gezogen. Und deshalb war der Kulturschock dann nach Barcelona nicht ganz so groß, weil Hamburg und Barcelona sind so ein bisschen ja vergleichbar. Klar liegt Barcelona jetzt am Meer, am Wasser, aber auch Hamburg liegt ja an der Elbe, die Alster, also ist ein bisschen vergleichbar. Die Ostsee ist nicht weit, die Nordsee ist nicht weit. Und deshalb, wir sind aber ein bisschen außerhalb nach Barcelona gezogen, nach Castelldefels, direkt am Wasser, also so wie man sonst Super. Urlaub macht. Und deshalb hat da alles super gepasst. Das glaube ich, das hört sich auch gut an, ne? Und nach deiner Karriereende, nach der aktiven Laufbahn, stelle ich mir das ja relativ herausfordernd vor für einen Leistungssportler, der sein, der seine Berufung so als Sport gemacht hat. Jetzt kommst du dann in den Berufsalltag. Wie ist dir das geglückt? Ja, ich habe ja mich immer während meiner aktiven Karriere damit auch beschäftigt. Und da rate ich auch nur jedem, das sollte auch jeder Sportler machen. Zumindest mal alle außerhalb des Fußballs, sage ich mal. Denn ein Fußballer mit einem guten Vertrag braucht theoretisch ein Leben lang nichts mehr zu tun. Das ist in anderen Sportarten anders. Und deshalb habe ich mich schon immer mit anderen Dingen beschäftigt, habe hier in meiner Zeit in Niederwürzbach eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gemacht, habe dann auch in Lemgo als Reiseverkehrskaufmann gearbeitet, stundenweise unter der Woche, weil ich immer irgendwas anderes auch für den Kopf brauchte, neben dem Handball. Und dann habe ich eben zum Karriereende hin von Heiner Brandt, der damals Bundestrainer war, die Anfrage gekriegt, die Möglichkeit gekriegt. Er hat gesagt, Mensch, Blecki, könntest du dir nicht vorstellen, DHB-Jugendbereich als Jugendkoordinator, Jugendbundestrainer zu arbeiten. Wobei, für mich ist es keine Arbeit, sondern für mich ist es einfach ein Hobby, was ich weiterführen konnte. Und dann mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe vorher schon angefangen, Kinderhandballcamps, habe mein eigenes Handballcamp auch bei Robinson zu machen. Und habe gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einfach super viel Spaß macht. Und als dann die Anfrage von Heiner Brandt kam, ja, habe ich mich dann eben in diese Position ja, eingefunden, habe viele Hilfestellungen gekriegt von meinen Trainerkollegen und war dann eben knapp 7 Jahre als Jugendkoordinator und Jugendbundestrainer beim Deutschen Handballbund tätig. Das hat super viel Spaß gemacht und wie gesagt, jetzt mache ich das Gleiche beim Saarländischen Handballverband.
Sehr schön. Wenn es Tage gibt, Blacky, die nicht so gut laufen oder in deiner Karriere, hast du so ein paar Ideen oder Tricks oder Strategien, wie wir das nennen wollen, wie du dich motivierst, wie du dich selbst motivierst? Gibt es da etwas? Ja, glücklicherweise, klar, sind Niederlagen ganz bitter, aber jede Niederlage erzeugt auch eine Motivation, so ein, auf Deutsch gesagt, beschissenes Gefühl nicht nochmal erleben zu müssen. Das heißt, ich muss weiterhin an mir arbeiten. Ich muss, weil ich mich in einer Mannschaft bewege, muss ich versuchen, mich in die Mannschaft einzubringen mit allem, was ich habe. Dazu gehört in erster Linie Fleiß und wie hat Jogi Löw immer gesagt, höchste Disziplin. Ich kann das nicht nachmachen, aber das sind halt die Grundlagen auch im Leistungssport, die ich brauche, um erfolgreich zu sein. Und da habe ich mich immer wieder versucht an, ja, und das haben wir auch in einer Sitzung mit Jörg Löhr, mit dem wir immer mal gearbeitet haben, der auch so im Bereich Motivation unterwegs ist, hat uns das immer wieder mit auf den Weg gegeben, sich irgendwie positive Anker auch zu setzen, sich an Situationen zu erinnern, wo was gut gelaufen ist. Und allein dadurch bringt man sich dann schon immer wieder in einen guten, ja, oder auch perfekten körperlichen Zustand, wenn man lernt, mit Niederlagen besser umzugehen und die Dinge dann für sich zu nutzen, das nicht irgendwo als Niederschlag zu sehen, sondern als Hilfestellung zu sehen, besser zu werden. Und das habe ich immer wieder versucht. Und deshalb, Leute um mich herum sagen auch immer, sag mal, hast du nie einen schlechten Tag? Also, ich versuche jeden Morgen aufzustehen, mit irgendwelchen Zielen, die ich verfolge und die mit der höchsten Motivation, die ich habe, dann auch zu erreichen. Und deshalb bin ich froh, dass es bei mir so schlechte Tage aktuell nicht mehr gibt, dass es sie früher, wie gesagt, in der Gab aktiven Karriere ja. gab. Musste ich dann auch erst lernen, damit umzugehen, aber zum Ende hin habe ich es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Super. Das Leben ist ja ein Lernprozess, glaube ich. Wir sind ja da, um die mit unseren Erfahrungen auch zu wachsen. Rückblickend, Blacky, betrachtet, hast du an deinen Erfolgen, hast du mehr gelernt oder an deinen Niederlagen? Immer an den Niederlagen. Weil es ist natürlich auch so, Erfolge, ich will nicht sagen, dass sie satt machen, aber sie machen zufrieden. Und eine Niederlage bewegt dich halt immer wieder dazu, an dir zu arbeiten und besser zu werden, damit diese Situation, wie ich eben gesagt habe, nicht öfter vorkommt. Klar, musst du auch lernen, erfolgreich zu sein. Ja, das war ja bei uns auch so, sage ich mal, wenn ich jetzt die Nationalmannschaft sehe, in den Anfängen ging es alles noch nicht so voran. Dann haben wir zwei Finals in Folge verloren, 2002 und 2003, bei Europa- und Weltmeisterschaften, wo dann natürlich auch in Deutschland die Presse so ist, dass sie sagt, die können nicht gewinnen und sowas. Und deshalb war es dann umso schöner, 2004 das Finale, das dritte Finale in Folge bei der Europameisterschaft in Slowenien dann zu gewinnen. Dann nachher auch den WM-Titel 2007 im Sieben. eigenen Land nochmal zu erringen. Und ja, deshalb muss man auch lernen, erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, lernen tut man am meisten und am besten aus Niederlagen. Durch die Niederlagen, ja. Jetzt wollen viele Menschen, die uns begegnen, im Alltag erfolgreich sein, aber viele Menschen haben Angst vor Niederlagen. Aber wenn ich das sehr komprimiere, auf dem Weg zum Erfolg gehören die Niederlagen dazu. Unabdingbar. Wie können denn diese Menschen, die immer einen Umweg machen um die Niederlage, aber die zum Erfolg wollen, wie kommen, hast du da einen Tipp, wie die da hinkommen? Ja, sie sollen sich einfach ja, ein Plan machen, wie ich zu diesem Ziel, was ich erreichen möchte, hinkomme. Und du hast es eben gesagt, Niederlagen gehören im Sport einfach dazu. Eine Niederlage ist zum Beispiel auch eine Verletzung. Auch das gehört leider im Sport dazu, dass nicht immer alles nur bergauf geht, sondern so wie ich es hatte zum Beispiel, war super angekommen in Barcelona und plötzlich kommt diese schwere Verletzung. So, und da musst du dich dann auch wieder rauskämpfen. Das heißt, ich sage immer zu den Menschen, malt euch doch mal so eine Karriereleiter auf mit Punkten, was möchte ich mal erreichen in meinem Leben? Und dann einfach gucken, wie kann ich das erreichen? Was muss ich dafür tun,
damit ich da, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht drei, vier, fünf Stufen auf einmal, sondern Stufe für Stufe diese Leiter hochkrabbel. Ja, und es kann immer mal sein, dass so eine Stufe durchbricht und ich eine Stufe runterfalle. So, und dann ist es immer wieder die Kunst, wieder aufzustehen, wieder zu gucken, was war mein nächstes Ziel und dem dann mit Fleiß und Disziplin nachzueifern. Und Angst vor Niederlagen habe ich gelernt, braucht man niemals haben, zumindest mal nicht im Sport, weil es ist nur eine Niederlage. Angst muss man haben, wenn man Krankheiten, unheilbare Krankheiten oder Verluste von Familienmitgliedern, das sind Dinge, vor denen ich Angst habe. Aber vor Niederlagen im Sport oder in anderen Bereichen brauche ich keinerlei Angst haben, weil das sind Dinge, die sind vergänglich, aber Menschenleben sind halt ja nicht zu ersetzen. Ja. Sehr schön, da hab ich einen Spruch gelesen. Niederlagen sind wie blaue Flecken, sie verschwinden wieder. Das ist das Und Schöne daran. keine Tattoos, die Genau. bleiben. Ja. Schön, dass du reingehört hast in meinen Podcast Impulse für deinen Erfolg. Und es gibt noch was Kostenloses für dich. Unter www.dirkschmidt.com/bonus findest du spannendes und wertvolles Bonusmaterial. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode Impulse für deinen Erfolg wieder dabei bist.